Ja, willkommen zurück hier zu Undertale und ich habe das Spiel gestartet. Ihr wisst ja, das letzte Mal ist es einfach abgestürzt, aber Als kann. beabsichtigt. Ja, und jetzt habe ich das Spiel gestartet. Das Intro hat gerade schön angefangen, wie man es gewohnt ist, und jetzt auf einmal das hier. Flowey, meine Welt. Ja, und wir werden das jetzt natürlich fortsetzen. Und wissen nicht, was passiert. Jetzt wird's so awesome. Genau, Ah, Slayer. Oh, okay. Slayer ist da. Das ist so Ja, cool. Slayer kennt das Spiel ja auch ganz gut. Slayer, ich weiß nicht, ob du schon da warst, als ich das erzählt habe, aber der Rabe hat gemeint, durch den neuen Patch hätte man den komischen König halt auch diplomatisch besiegen können und angeblich hätten wir uns jetzt Voll schon was nicht. kaputt gemacht. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das jetzt halt, was wir jetzt für ein Ende bekommen. Wir müssen einfach mal gucken. Das Ende. Okay. Das! Voll Mist, ey. Datei gelöscht! Ich hasse Blumen. Hallöchen! Ich bin es, Flowey! Flowey die Blume! Ich muss dir wirklich danken! Du hast den alten Narren schön ausgetrickst! Ohne dich wäre ich nie an ihm vorbeigekommen! Aber jetzt, mit deiner Hilfe, ist er tot! Und ich habe die Menschenseelen! Junge, ich habe mich so lange leer gefühlt. Es fühlt sich gut an, wieder eine Seele zu haben. Ich kann sie zappeln fühlen. Oh, du fühlst dich vernachlässigt, nicht wahr? Nu, das trifft sich ja perfekt. Immerhin habe ich nur 6 Seelen. Ich brauche noch eine. Bevor ich zum werde. Und dann werde ich mit meinen neuen Kräften Monstern, Menschen, allen die wahre Bedeutung dieser Welt zeigen. Oh, und vergiss es, zu deinem alten Spielstand zu fliehen. Er ist für immer weg. Aber keine Sorge, dein alter Freund Flowey hat an einen Ersatz gedacht. Ich überspeichere deinen eigenen Tod, damit du zu sehen kannst, wie ich dich in blutige Stückchen zerhaue. Immer und immer wieder. Wie? Denkst du wirklich, du könntest mich aufhalten? Du bist wirklich ein Idiot. Na super, ja. Jetzt Was hier. war das? Oh Gott. Ich, oh Gott. Aber sie haben das noch nicht wirklich mit dem Spielstart. Gott, wie das aussieht. So, ich hoffe, keiner leidet unter Epilepsie. Das könnte jetzt sonst echt so nett Ja. werden. Oh, sieht das krass aus, das Vieh. Alter. Gestört. Alter, Datei, was speichert? Oh Gott, was zum? Ich kann doch. Was ist denn los? Was ist denn was? Da steht Kampf. Ich habe mal auf Kampf gedrückt. Ich weiß gar nicht, was hier passiert. Gott! Was soll ich denn machen? Warnung, ein blaues Herz, Warnung, was? Weil mit Laser und Flammenwerfer und alles. Aber Okay. wie das auf einmal aus. Oh Gott. Nein! Nein, es tut mir aber auch nicht weh. Es tat, 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 tat. Du rufst nach Hilfe. Wo sind meine Freunde? Irgendjemand, hallo! Heilpflaster oder was? Gott, das ist so. Okay, Hardphone geht weiter. Die ganze Zeit sah es so 2D-Pseudomäßig aus und jetzt hier dieses Vieh. Ja. Kampf. Ich weiß gar nicht, wenn ich Kampf drücke, ob ich da noch was drücken muss, aber ich habe ja nicht die Ruhe, da überhaupt was zu checken. Das ist mehr ein Showkampf, oder? Also, ich will doch nur
Ja. Oh Gott. Warnung. Und dann Fliegen und Venusfalle und Gott, überall Gott, Laser. Gott, Gott, okay, jetzt kommt der nächste. Ah, ist das krank, ey. Ja, ich... Da, Tat, Tat. Du rufst nach Hilfe. Oh Mann. Aua. Okay, grün, yay, Heilung. Gib mir mehr. Oh, nicht mal voll gehalten, na toll. Aua, total gespeichert. Warum? Okay. Ja, ist ja gut. Mein armes Herz. Oh Gott. Ich fühle mich so einsam. Aua, Datei 2 gespeichert? Was? Was? Warnung. Okay, blaues Herz. Okay, bis jetzt rein zur Show. Aber eine geile Show. Oh Gott, was soll ich denn jetzt machen? Ah, warte mal. Ja. Das war echt so ein Kampf, den habe ich gemacht. Irgendwie nach 4-5 Stunden Spielen Undertale. Tat. Der auch Tat. Immer, das ist Tat! Die Tat! Die rennt mir weg! Ich krieg die Tat nicht mehr. Oh, oh. Nicht gut, wenn ich die Tat nicht habe. Ah, dann sterbe ich. Wenn ich die Tat nicht kriege, dann sterbe ich wirklich. Okay, shit. Das ist alles nur ein böser Traum. Und du wirst niemals aufwachen. Ja, das Spiel hat sich wieder geschlossen. Okay. Wow. Okay. Oh Gott, Alter, ich schwöre. Nochmal. Moment. Steam. Das ist nicht nett von dem Spiel. So, ihr habt auch sofort das Bild. Das ist gut. Es geht schon los, okay. Dachtest du wirklich, ich wäre zufrieden? Wenn ich dich nur einmal töte? Und es geht weiter. Oh, jetzt habe ich aber einen Bug, oder? Nee, okay, passt wieder. Also das gleiche nochmal. Ich denke, ich muss die Tat erwischen, damit ich hier Erfolge habe. Der Rest ist ja natürlich... Da kann ich eh nichts machen. Ist das krank, ey. Das ist... Das hat echt, ja, krank wie Pony Island. Perfektes Nachfolgespiel, was wir dann spielen, also... So, blaues Herz. Ich muss echt auf die Tat aufpassen. Das, also ich denke, ich muss die echt kriegen. Oh, jetzt kommt das wieder. Ah, wir sind gleich bei der Phase. Okay, das ist cool. Diesmal will ich es aber nicht verkacken. Ich kann mich von den blöden Schuhen einfach treffen lassen. Hauptsache, ich krieg die Tat. So, du rufst nach Hilfe. So. Und jetzt? Genau. Ja, beweg dich doch. Mann. Ja, ich glaube, es ist irrelevant. Jo. Die Blume des Todes, ey. Noch hässliche Wespen oder was das waren. Widerlich. Ja, so Fliegen. Ah. Es geht doch echt nicht ekliger. War wie abgedreht einfach. Oh nein, ich bin gestorben. Shit. Ich kann da doch noch sterben. Nein. Ich habe gedacht, das geht jetzt immer so weiter. Ist doch keine Show mehr. Slayer hat einen schönen Funfact geschrieben. Die Sachen, die erscheinen, wenn dir die Menschenseelen helfen, weisen auf Items hin, die man im ganzen Spiel gefunden hat. Die Ausrüstungs-Items, die man bisher so fand, sind Hinterlassenschaften der vorherigen Menschen, die in den Untergrund gefallen sind. Mhm. Okay, gut zu wissen. Und die Musik, Alter, die ist so gestört. Erbärmlich! Jetzt wirst du wirklich sterben! Ja, mal schauen. Ja, die Mucke ist auch so krass, ey. Ja, das Gesicht im Monitor, Lucy schreibt gerade, es geht ab, Alter. Das sind irgendwie 10.000 Sachen, die auf einen einwirken. Ja, ich versuche jetzt halt doch so gut wie möglich auszuweichen, ja, Kampf hier mal wieder drücken. Ach, vielleicht habe ich das vorhin übersehen, vielleicht bin ich deswegen gestorben. In der letzten Phase hatte ich nicht diesen Kampf. Das könnte es sein, dass ich so lange überleben muss, bis der Kampf kommt. Ja, das... Also, ist nur eine Theorie, keine Ahnung. So. Weil man jetzt auch stellenweise einfach nur lächerlich ist, was alles auf dich zukommt. Aber jetzt kommt ja das neue Herz. Ah. Was? Untergang? Gemetzel? Tod? Nein, warte mal. Korruption? Mörder? Irgendwann kommt Tat. Irgendwann kommt Tat. Ich versuche in der Mitte zu bleiben. Tod? Nein. Oh Mann. Wo ist die Tat? Da ist die Tat. Ich hab sie. Du rufst nach Hilfe. Oh Mann. Korruption, Mörder.
Oh, grün, grün. Untergang. Ich bin zu blöd, ich brauch grün. Oh, das war nicht gut. Okay, jetzt überleben, bis der Kampf kommt wahrscheinlich. Aber wenigstens überspeichert er ja ständig. Somit ist das ja nicht ganz so schlimm, wenn ich jetzt sterbe. Bisher zumindest nicht. Ich würde trotzdem gerne versuchen zu überleben. Ja. Alter, es wird ja auch immer mehr. Gib mir den Kampf jetzt, gib mir den Kampf. Warnung. Ah, das grüne Herz kommt schon, super. Ich weiß gar nicht, wie viel da, aber 6 Herzen werden wohl drankommen. So, das nächste ist... Ah, wir machen, keine Ahnung, wir... Wow! Irgendwann kommt eine Tat rausgebrutzelt. Da, ich brauche die Tat. Ich hab sie. Du rufst nach Hilfe. Gut, auch das wäre geschafft. Jetzt werden sie gleich alle grün. Ja, da haben wir jetzt mal ein bisschen mehr abgeräumt. Sehr schön. Das war nicht ganz so... Oh Gott, dieses Face auch in dem Bild, das sehe ich. Ich habe leider nicht die Zeit, einfach mir das anzugucken. Ich muss mir echt das Video da mal anschauen. Das ist alles so viel auf einmal. Das ist so krank. Ah, Kampf. Ich hab ihn, ich hab den Kampf. Was ist das denn? Was fliegt denn da rum? Oh Gott. Aua. Ich glaube, auch das haben wir geschafft. Das nächste Herz kommt. Oh, shit. Die Ideen, ey. Also, man muss das Spiel in höchsten Tönen loben. Es ist so krass, was die für Ideen da haben. Krass, ja. Das ist die Tat. Ich hab sie. Du rufst nach Hilfe. So, jetzt werden die Hilfdinger da gleich grün, ne? Genau. Ich habe schöne Herzis. Ich bin zu blöd, einen zu bekommen. Ah. Oh, neue Musik. Was passiert jetzt? Oh. Herzis? Was soll ich machen? Ich bin mal so total atmosphärisch in der Mitte. Oh Gott, jetzt kriege ich hier alle Gefühlslagen, alles, alle Emotions, alles, was weiß ich. Jetzt werde ich zum Superherz. Flow ist ab, wir sind auf Null. Okay, Kampf. Da ist was Grünes. Mhm. Aha, der kriegt ja mal Schaden hier. Kampf. Na? Kampf kommt jetzt auch immer und ich kriege immer was Grünes. Jetzt läuft's. Ja, komm. Ich spekuliere immer auf den Kampf und jetzt auf das Grüne. Ich muss trotzdem... Oh, das Grüne, nein! Ich hab's nicht bekommen, shit. Noch was Grünes, bitte. Da. Und Kampf. Ja, das war gut. Oh, der hält trotzdem noch sau viel aus, ey. Kampf. Was Grünes. Kampf. Shit. Kampf. Grün! Ah! Ist so knapp! Kampf. Wo bleiben die Grünen? Da. Kampf. Los, du hast Entschlossenheit. Jetzt. Entschlossenheit, ja, die ganze Zeit. Ah, Kampf. Und was Grünes. Ja, nein. Kampf. Was Grünes. Kampf. Gott, es ist alles auf einmal. Ich werd verrückt hier. Gott, wie krank ist das denn? Hop. Kampf. Oh, Hilfe. Pflaster. Bienen. Kampf. Nein. Kampf. Grünes Auge. Bienen. Kampf. Nein. Oh Gott. Ah, wir haben ihn bald. Ist nicht mehr viel. Kampf. Bam. Hallo. Ja, Kampf. Hauptmann, fertig. Grün. Kampf. Oh. Kampf. Nein, nicht das. Grün, Kampf. Hör auf damit. Das ist böse. Kampf. Grün. Das sieht gut aus. Kampf. Er hat doch nicht mehr viel, oder? Wo bleibt mein Balken? Kampf, hallo. Er ist tot. Ich glaube, ich habe ihn. Yeah! Woo! Oh Gott! Nein! Das kann nicht passieren! Du! Da, Datei 3 geladen. Nein. Der hat wieder einen Balken. Du Idiot! Was? Was? Datei 3 geladen. Aua! Datei 3 was? Also! Ich will raus! Aber das Gesicht von ihm! Ja, jetzt hallo! Das Gesicht im Monitor! Dachtest du wirklich? Fox hat so verstanden. Du könntest mich besiegen! Ich bin der Gott dieser hallo. Welt! Hallo, Bob! Und du? Du bist hoffnungslos! Hoffnungslos und alleine. Oh ja, das stimmt. Deine wertlosen Freunde
können dich jetzt nicht retten! Rufe nach Hilfe, ich sag es dir! Weine in die Dunkelheit! Mama, Papa, irgendjemand Hilfe! Sieh her, was dir das bringt! Tat, du rufst nach Hilfe. Doch, es kam niemand. Junge, wie schade. Hm. Niemand sonst möchte dir beim Sterben zusehen. Nein. Oh. Wer war das? Hm. Was? Wie hast du? Nun, ich werd einfach... Laden fehlgeschlagen. Wo ist meine Kraft? Die Seelen? Was machen sie? Nein, nein! Das kannst du nicht machen! Du musst dich mir unterwerfen! Stopp! Hör auf! Ich mach doch gar nichts. Stopp! Er explodiert und implodiert gleichzeitig. Und jetzt haben wir die Wahl zwischen Kampf ja. und Gnade. Ja, bumm, die war halt lauter. Mach leiser. ja, Kampf oder Gnade? Wir machen Gnade, oder? Gnade, ja. Gnade, gut. Wir machen Gnade. Wir machen pazifistisch, also müssen wir Gnade. Aber sie hat es nicht verdient, so oft wie sie mich verarscht hat. Du wirst es sehen, es wird sich noch alles offenbaren. Okay, okay. Mach Gnade. Was machst du? Denkst du wirklich, ich habe etwas gelernt? Nein. Okay, ich mach nochmal Gnade. Ja, John hat das super synchronisiert. Mich zu verschonen wird nichts bringen. Mich zu töten ist der einzige Weg, das zu beenden. Nein, Gnade. Wenn du mich leben lässt, werde ich zurückkommen. Gnade. Ich töte dich. Gnade. Ich töte alle. Gnade. Ich töte jeden, den du liebst. Gnade. Gnade. Hä? Gnade. Warum? Warum bist du so... zu mir. Ich verstehe es nicht. Fragt sich noch alles. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Flowey ist geflohen. Huh. Wow. Also, das war schon mal geil. Ja, ne? Unfassbar geil. Mal gucken, wie es weitergeht. Der Kampf ist der pure Wahnsinn. Undertale. Ja, aber das von Toby Fox. Ja, auch komm, jetzt verarschen sein wieder. Das war's doch jetzt noch nicht, oder? Da muss ja noch was kommen. Okay, verraten nichts. Wir warten einfach ab. Toby Fox. Also er hat mehr oder weniger das Spiel im Alleingang. Ja, das ist also absoluter programmiert Respekt hier. Und er hat allein den Soundtrack geschrieben. Ich Wahnsinn. Diesen Mann. Wahnsinn. Ich liebe diesen Soundtrack von Undertale so sehr. Und beschreibe ich gut. Hat mega geleistet einfach. Ich meine, was der da für legendäre Songs schon jetzt rausgehauen hat, was das schon gecovert ja. wird. Oh, das Telefon. Ring, ring. Hallo. Ist jemand da? Oh, ich mag das Lied, was da jetzt kommt. Noch ist keins da. Naja, ich lasse einfach eine Nachricht da. Hm. Ah, jetzt. So, Ending. Es ist eine Weile her. Die Königin ist zurückgekehrt und herrscht über den Untergrund. Sie hat neue Regeln erschaffen. Alle Menschen werden nicht wie Feinde behandelt, sondern wie Freunde.
So ist es wahrscheinlich eher am besten. Die menschlichen Seelen, die der König gesammelt hatte, scheinen verschwunden zu sein. Also wird der alte Plan wohl nicht mehr so schnell aufgehen. Aber obwohl die Leute noch untröstlich aufgrund des Königs sind, um unsere Freiheit sieht es schlecht bestellt aus. Die Königin gibt ihr Bestes, dass wir nicht die Hoffnung verlieren. Also, wenn wir uns hier unten nicht aufgeben, dann gibt da oben auch nicht auf, in Ordnung? Wer weiß, wie lange es dauern wird. Aber wir werden es schon hier rausschaffen. Gleich in Undertale 2. Sans, mit wem redest du? Oh, mit niemanden. Was? Niemanden? Kann ich auch mit ihm reden? Papyrus. Ach, hier, nimm schon. Warte eine Sekunde. Ich erkenne diese Nummer. Achtung, Mensch. Ich, der große Papyrus, bin jetzt der Anführer der Königsgarde. Das ist alles, was ich mir immer erträumt habe. Aber anstatt zu kämpfen, gießen wir nur Blumen. Es ist also ein klein wenig anders als vorher. Und wir helfen Dr. Alphys bei ihrer Forschung. Sie findet einen Weg, dass wir alle herauskommen. Andin hilft ihr auch. Und wenn ihre Methoden zu... Auch wenn ihre Methoden zu helfen ein wenig explosiv sind. Aber ich denke, Alphys hat sie gerne in ihrer Nähe. Oh, oh! Hey, was stellst du jetzt an, du Rabauke? Ja? Bitte schüttet das Handy. Hey, wer hat hier die Leitung? Ich! Oh, ja, bist ja richtig. Ich habe meinen Job als Leiterin der Königsgarde aufgegeben. Da will niemand mehr bekämpfen, ist die Königsgarde völlig zerfallen. Es gibt jetzt nur noch ein Mitglied. Aber er ist extrem gut! Ja, das ist er. Komm her. Bitteschön, das Skelett. Wie auch immer. Ich arbeite jetzt als Alphys Laborassistentin. Wir werden einen Weg finden, hier ein für alle Mal zu gehen. Oh, und ich bin auch eine Sportlehrerin in der Schule der Königin. Weißt du, dass ich 7 Kinder stemmen kann? Klasse, was? Hey, tut mir leid, was mit Asgore geschah. Du hast nur getan, was du tun musstest. Es ist nicht deine Schuld, dass er... Ja, und da vermute ich, dass da vielleicht jetzt ein Unterschied käme, ne, wenn man ihn wirklich durch den neuen Patch nicht getötet hätte. Wer weiß. Ach, verdammt. Macht sofort keinen Sinn. Ich muss das mal ausprobieren. Ich bin mir relativ sicher, das Ende hatte ich auch. Ja. Danach ging es halt weiter. Das werden wir ja dann gleich sehen. Ich vermisse den großen Kerl. Komm schon, Andin. Reiß dich zusammen. Ich erzähl dir noch, was Alphys zurzeit so macht. Stimmt, die hat sich ziemlich rar jetzt gegeben am Schluss. Naja, sie ist eigentlich genauso drauf wie immer. Vielleicht ein wenig zurückgezogener als sonst. Scheint, als würde sie irgendwas wirklich beschäftigen. Aber sie kommt damit nicht zurecht. Ich bin ihr doch da, um sie zu unterstützen. Dafür sind Freunde da, nicht wahr? hey, wo auch immer du jetzt steckst. Ich hoffe, dort ist es besser. Wir mussten viel opfern, damit du es schaffst. Also, wo auch immer du bist, gib dein Bestes, um glücklich zu sein, ja? Uns zuliebe. Wir fühlen uns besser, wenn wir wissen, der Ärger war es auch wert. Wir sind bei dir. Jeder ist das. Sogar die Königin. Hey, warte eine Sekunde. Toriel, möchtest du... Oh. Sie sagt, sie wäre beschäftigt. Aber wenn sie wüsste, mit wem wir reden... Würden wir das Handy nur ein paar Stunden nicht wiedersehen. Wir haben die Gnade, dich davor zu verschonen. Oh, ich hätte gerne nochmal mit ihr geredet. Aber rufe bald zurück, okay? Sie telefoniert gerne.
Oh, ups. Das Teil hat fast keinen Saft mehr. Ich halte das ungern kurz, aber man sieht sich, okay, Kumpel? Tschüss fürs Erste. Man sieht sich, du Rabauke. Klick. Warum? Warum lässt du mich gehen? Jetzt. Erkennst du nicht, dass Freundlichkeit dich nur verletzen wird? Sieh dich nur an. Du hast all diese tollen Freunde. Aber jetzt siehst du sie wahrscheinlich nie wieder. Ganz davon zu schweigen, wie weit du sie zurückgesetzt hast. Tut wenig, wa? Wenn du einfach weitergegangen wärst, ohne dich um alle zu kümmern. Ja, mach ich ja dann mal ein zweites Mal. Müsstest du dich jetzt nicht schlecht fühlen? Ich verstehe das nicht. Wenn du wirklich alles richtig gemacht hast, warum musste dann trotzdem alles so enden? Warum? Exakt das Ende, was ich auch hatte. Okay. Ist das Leben wirklich so unfair? Sag mal, was wäre, wenn ich dir sage, genau, dass ich über ein besseres Ende Bescheid weiß? Du musst nur deinen Spielstand laden und... Warum siehst du nicht in der Zwischenzeit nach Dr. Alphys? Mhm, ist alles cool. Es scheint, als hättet ihr beste Freunde sein können. Wer weiß, vielleicht hat sie den Schlüssel zu deinem Glück? Bis später. Ja, und damit... So, ist alles cool. Alles cool. Es ist exakt das Ende, was ich auch hatte. Das ist das normale Ende, Ende, was ins pazifistische Ende mündet. Gut. Also es ist alles cool. Hat man umsonst die Sorge, das ist schön. Ja. Aber Flowey bietet uns jetzt ein besseres Ende an. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Das ist, scheint jetzt auch wieder das ganz normale Intro zu sein. Und auf ihren Rat hin werden wir jetzt natürlich den Spielstand laden, das Ende fortsetzen. Ja, was anderes bleibt mir ja nicht übrig. Deswegen, also ich verstehe es halt nicht, inwiefern er das meint, weil es macht keinen Sinn. Escort zerstört ja Mercy, also die Gnade. Hier sieht man es auch nochmal in dem Ladebildschirm. Das sind bisher alle Freunde, die du gemacht hast. Und es kommt halt noch jemand dazu. Na? Und das ist jetzt quasi der Ausgang für das zivilistische Ende. Und das ist alles cool. Ja, und wie gesagt, also er hat ja das Mercy zerstört. Also wir hatten keine andere Wahl, als ihn zu bekämpfen. Weil das mit dem Reden, das klappt einmal, dann reagiert er darauf nicht mehr. Ich glaube, wir haben es auch oft genug versucht. Okay, okay. Er reagiert irgendwann halt einfach nicht mehr drauf. Deswegen verstehe ich nicht, wie ihn denn dann noch normal machen kann. Ja, weiß ich auch nicht. Schade, dass Rabe heute nicht da ist, aber wir werden darüber nochmal reden. Und wenn es dann noch irgendwas da geben sollte, werde ich versuchen, das zu zeigen. Okay, ich werde es mal fortsetzen.